Seit 1987 gibt es in Europa das Eurocity-Netz. Seinerzeit als Ersatz für den TEE geschaffen. Ähnlich dem IC-Verkehr in Deutschland fahren die Züge im Takt. Die Stellung des Wagenmaterials teilen sich die beteiligten Länder. So bestehen einige Züge des EC89 München, Innsbruck, Brenner, Bozen, Mailand auch aus deutschen Wagen. Von ÖBB Mehrsystem Tauri gezogen, rollen sie bis nach Italien, hier am Brenner. Durchs Elbtal zwischen Dresden und Bad Schandau rollen Eurocity nach Tschechien, Österreich und Ungarn. Gezogen von tschechischen Mehrsystemloks hängt meistens eine Mischung aus CD, ÖBB und DB-Wagen am Haken. Deutsche Mehrsystemloks der Baureihe 181.2 sind mehrmals täglich mit Eurocity-Zügen entlang der Mosel von und nach Luxemburg unterwegs. Gekuppelt sind meist deutsche IC-Wagen. Vierzig Jahre Intercity-Verkehr liegen im Jahr 2011 hinter uns. Die einst hochwertigsten Züge sind seit 1991 mit der Einführung des ICE-Betriebs deutlich abgewertet worden. Trotzdem haben sie im Fernverkehr immer noch einen Anteil von über 30%. Die Ausfälle vieler schadhafter ICE verschaffte dem Intercity ein kleines Comeback. Doch es fehlte an Wagen und Lokomotiven. Noch im Jahr 2011 sind Mietlokomotiven vor Intercity-Zügen unterwegs. Ein schwarzer MRCE Taurus ist mit einem IC nach Frankfurt am Main unterwegs. Halt in Fulda.